Ja, hallo, willkommen zum neuen Video aus der Werkstatt. Und zwar schauen wir uns heute mal das Thema Kurbelwellenabdichtung, also Wellendichtringe beim Zweitakt-Automatikrollermotor an. Es geht also um diese Teile hier und da jetzt gleich mal was vorweg, weil das sorgt immer wieder für Verwirrungen. Umgangssprachlich kennt man die Dinger als Simmerringe und hier ist jetzt plötzlich die Rede von Wellendichtringen. Wieso ist das so? Nun ganz einfach. Der, ich sage jetzt mal, technisch korrekte Begriff für diese Teile wäre eigentlich Radial-Wellendichtring. Der Begriff Simmerring ist ein Handelsname der Firma Freudenberg für eben exakt dieses Produkt, der, ja, ähnlich wie Tempotaschentuch, zu einem Gattungsbegriff geworden ist. Wir bleiben jetzt hier trotzdem einfach aus Gründen der technischen Korrektheit mal beim Begriff Wellendichtring. Warum Simmerring? Simmerring nach dem Erfinder, dem Herrn Walter Simmer, der diese Dinger 1929 bereits erfunden hat. Es war ein österreichischer Ingenieur aus Kufstein, dem wir diese eigentlich absolut geniale Erfindung zu verdanken haben. Und wie funktionieren die Dinger? Nehmen wir jetzt mal den größeren, da sieht man es besser. Der Dichtring ist im Motorgehäuse feststehend angebracht. Hier in der Mitte rotiert die Kurbelwelle und diese innenliegende Dichtungslippe hier wird von der Wurmfeder hier innen, das ist, wenn man es auf der Kamera gescheit sieht, ich weiß es jetzt nicht, diese Wurmfeder drückt die Dichtlippe gegen die Kurbelwelle und dichtet damit das Motorgehäuse ab. Denn wir wissen ja, beim Zweitaktmotor muss die Kurbelkammer hermetisch dicht sein, denn ansonsten funktioniert der Druckwechsel nicht. Jetzt auch nochmal der Erklärung wegen der Sache mit dem Druckwechsel im Zweitaktmotor. Wenn der Kolben nach oben fährt im Zylinder, entsteht in der Kurbelkammer ein Unterdruck. Durch diesen Unterdruck wird das Frischgas aus dem Vergaser durch den Ansaugstutzen in die Kurbelkammer gesaugt. Die Membranen öffnen sich durch den Unterdruck bei membrangesteuerten Motoren, wie es die heutigen Rollermotoren sind. Die Membrane ist technisch betrachtet ein Schnüffelventil, das heißt ein mechanisch ungesteuertes, nur durch den Druckwechsel betätigtes Ventil. Wenn der Kolben nach unten fährt, entsteht ein Überdruck im Motorgehäuse, im Kurbelgehäuse. Durch diesen Überdruck wird die Membrane geschlossen und das Frischgas aus der Kurbelkammer, das durch den Überdruck vorverdichtet ist, wird über die Überstromkanäle in den Brennraum gepresst. Dort wird es entzündet. Der Explosionsdruck treibt den Kolben eben nach unten und die Schwungmasse des Motors den Kolben dann wieder nach oben und der ganze Zyklus beginnt wieder von vorne. Damit das funktionieren kann, muss die Kurbelkammer hermetisch dicht sein. Das heißt, die Mittelabdichtung der beiden Motorhälften muss in Ordnung sein, Ansaugstutzen muss dicht sein, Zylinderfuß muss dicht sein und natürlich müssen die Kurbelwellenstümpfe dicht sein. Und an der Stelle, da sind wir jetzt bei unserem heutigen Thema, da kommen die Wellendichtringe, die ja, wie der Name schon vermutet, eben eine Welle abdichten, in dem Fall die Kurbelwelle. Warum wechselt man die jetzt? Nun, was hier jetzt hier in dem Fall passiert ist, das ist der Motor aus meinem Orvetto, ist, dass es den antriebsseitigen Wellendichtring, den hat es herausgeschossen. Der ist einfach rausgefallen. Der ist, als ich den Antrieb ausgebohrt habe, der lag einfach nur, da bleiben, der lag einfach nur noch lose hier drin und saß nicht mehr richtig in seinem Sitz. Der Motor lief auch nicht mehr. Hat man den Ausfall, denn wenn wir jetzt da reingucken in den Sitz, sehen wir innen drin das Kugellager, das Kurbelwellenhauptlager und eben hier den Wellendichtringsitz. Und den alten Ring wieder reindrücken, das bringt gar nichts, das hilft uns nichts, da brauchen wir einen neuen und das machen wir jetzt eben heute. Und wir gucken uns das jetzt eben mal zusammen an, wie die ausgebaut werden und eingebaut werden. Denn da jetzt hier der antriebsseitige Wellendichtring rausgeflogen ist, ist davon auszugehen, dass der zündungsseitige auch nicht mehr in Ordnung ist. Und es ist bei diesen Motoren, diesen Menarelli-Motoren, genau wie übrigens auch bei den Motoren von Piaggio, ohne großen Aufriss möglich, die Ringe zu tauschen. Und genau deswegen macht man das jetzt, weil dann ist nämlich Ruhe an dieser Front. Und wie gesagt, der Dichtungsring dichtet gegen die Kurbelwelle ab, aber natürlich auch gegen das Motorgehäuse. Und wie bei allen Dichtflächen ist es darum jetzt entscheidend, dass zum einen mal das völlig unbeschädigt ist hier. Das kann man jetzt, wenn man die Kurbelwelle dreht, kann man das inspizieren. Die ist jetzt hier in dem Fall noch in Ordnung, die Dichtfläche. Und zum anderen muss es natürlich sauber sein. Was wir jetzt da nicht machen dürfen, ist damit Bremsenreiniger einfach reinballern. Weil dann waschen wir nämlich das Schmiermittel aus dem Kurbelwellenlager heraus. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wir machen das Kurbelwellenlager kaputt. Sondern was man jetzt macht, wir nehmen schon Bremsenreiniger, aber halt auf einem Tuch und putzen das da einfach aus. Denn so ist es dann sichergestellt, dass wir eben nicht den Schmierfilm zerstören. Was man da ebenfalls nicht nehmen sollte, das sind so ganz extrem aggressive Dinge wie Aceton oder Nitroverdünnung. Das ist
nicht gut, eben weil man damit das Kurbelwellenlager ja regelrecht entfetten kann. Und wie gesagt, genau das wollen wir eben nicht. Was man da durchaus machen kann, ist mit einem kleinen Schraubendreher das Tuch hier durchschieben. Dabei sehr vorsichtig sein, dass man die Dichtflächen nicht zerkratzt. Also wirklich nur das Tuch berühren mit dem Schraubendreher, nicht das Metall, weder vom Motor noch von der Kurbelwelle. Und was man jetzt im Zuge dieser Arbeiten dann auch noch machen sollte, ist, dass man hier die Kurbelkammer sauber macht. Denn man sieht jetzt hier richtig schön Ölspuren, die sind durch den undichten Wellendichtring entstanden. Das ist nämlich auch das, was man bei der Inspektion kontrolliert, ist, ob es hier ölig ist. Weil wenn es hier ölig ist, dann hat man da wahrscheinlich einen langsam undicht werdenden Wellendichtring. Das nächste ist jetzt dann natürlich der Einbau des neuen Dichtungsringes. Und da liest man bisweilen, dass man den Dichtungsring fetten soll. Das ist dann richtig, wenn der Dichtungsring gegen Fett abdichtet. Denn man schmiert den neuen Wellendichtring grundsätzlich mit dem Medium, gegen das er abdichten soll. Und das ist jetzt in diesem Falle aber Öl, Zweitaktöl. Und deswegen nehmen wir jetzt auch hier Zweitaktöl. Und was wir da jetzt machen, ist einfach hier auf die Dichtungslippe hier innen drin ein kleines bisschen, das muss gar nicht viel sein, ein kleines bisschen Öl auftragen, einfach, dass das ein bisschen eingeölt ist. Einfach damit wir das nicht kaputt machen. Den äußeren Dichtungsfläche nicht ölen. Bitte nicht machen, sollte man nicht tun. Und anschließend setzen wir den Ring, soweit es geht, ein, nur mit den Finger, dass man halt den Widerstand merkt und achtet darauf, dass er gerade ist, nicht verkantet. Und an. Was man jetzt macht, jetzt muss man ihn eintreiben. Das geht zur Not mit einem passenden Rohrstück oder einer genau drauf passenden Stecknuss. Wenn man jetzt hier eine Stecknuss hat, aber das ist halt hier bei den Kurbelwellen so eine Sache. Weil, ja. Deswegen ist es sinnhaft, hier in ein Spezialwerkzeug zu investieren. Und zwar, es gibt für nahezu jeden Motor passende Schlagstücke. Vorteil dieser Schlagstücke ist vor allen Dingen, die haben dann hier eine Stufe, die dann hier außen aufsetzt, wenn der Ring tief genug eingetrieben ist. Denn wenn ich den Ring zu tief hineintreibe, dann reibt der Ring innen drin am Kugellager und wird von dem Kugellager zusammengekaut innerhalb kürzester Zeit. Und deswegen setze ich jetzt hier das Schlagstück genau winklig auf und anschließend kann ich einfach mit dem Gummihammer, ich brauche hier keine große Kraft, das Schlagstück dann rundum sauber aufsitzt, kann ich das Schlagstück wieder abnehmen und der Ring ist genau richtig gesetzt. Der sitzt jetzt genau in seinem Sitz, in der richtigen Tiefe, behindert auch den freien Lauf der Kurbelwelle nicht und damit ist dieser Wellendichtring getauscht. Jetzt können wir natürlich hier die Antriebsseite wieder zusammenbauen. Weil auf der sind wir fertig, aber wir haben ja gesagt, wenn der Wellendichtring nicht mehr gut ist, dann ist es der auf der Zündungsseite sehr wahrscheinlich auch nicht. Und den tauschen wir deswegen auch. Und auf der Zündungsseite hat es natürlich nicht das Schicksal uns geholfen und den alten Dichtring schon rausgeschossen. Und da müssen wir es jetzt selber machen. Und deswegen fangen wir jetzt das mal an. Weil das ist ja eine der Hauptfragen zu der Thematik, das Eintreiben der Neuen. Das kriegen ja die Leute noch hin. Aber die Frage, die am häufigsten gestellt wird, ist ja, wie kriege ich denn den alten überhaupt raus? Wie gesagt, deswegen gucken wir uns das jetzt mal zusammen an. Auf der Zündungsseite haben wir jetzt mal die Mutter raus. Wie gesagt, das lösen kann man solche Muttern durchaus mit dem Schlagschrauber. Anziehen, anderes Thema, sollte man nicht machen. Zum Lösen des Polrads, das ist auch so was, wo immer wieder Fragen kommen. Deswegen zeige ich es jetzt hier mal kurz. Ihr braucht unbedingt einen Polradabzieher mit den korrekten Dimensionen. Das ist jetzt hier für diese Zündanlage, diesen Yamaha-Zünder bei dem Minarelli-Motor, ein M27x1 Linksgewinde. Und die Dinger funktionieren eigentlich alle gleich. Die werden in das Polrad eingeschraubt. Anschließend spannt man die Abziehschraube so weit vor. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Sache von Gegenhalten. Kann man jetzt hier einen normalen Schlüssel nehmen, kann man einen Franzosen nehmen, das ist egal, und festziehen. Und was passiert ist eben, die Schraube dreht sich gegen die Kurbelwelle hinein und drückt das Polrad ab.
Damit haben wir es schon. Falls sich das gelöst hat, kann man das Polarrad einfach von der Kurbelwelle ziehen. Wenn man jetzt dann die Zündung und den Ölpumpenantrieb draußen hat, sieht man, und das gibt es auch öfters, dass vor dem Wellendichtring ein Schutzblech angebracht ist. Diese Schutzbleche, die haben eben den Sinn, dass der Dichtring nicht von eventuell rotierenden Teilen berührt wird. Macht durchaus Sinn bei einigen Konstruktionen. Muss man natürlich dann auch noch abnehmen. Manche versuchen dann an dem Schutzblech vorbeizuarbeiten, aber das ist natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Hauptschwierigkeit ist jetzt, den Wellendichtring herauszubekommen. Es gibt Wellendichtringe, und das ist so einer, die liegen hier außen auf. Die stecken nicht drin, sondern die haben außen eine Auflage mit einer kleinen Kante. Da ist jetzt die Versuchung groß, hier mit dem Schraubendreher drunter zu hebeln oder da irgendwas reinzudreschen oder so. Das darf man auf gar keinen Fall machen, da macht dann den Dichtsitz kaputt. Es gibt ein spezielles Werkzeug, das ist letztendlich ein Ring mit Widerhaken, den man in den Wellendichtring hineindreht, um ihn dann herauszuziehen. Die Schwierigkeit dieser Werkzeuge ist, dass man bei den Rollern aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse damit meistens nicht hinkommt, weil die einfach zu groß sind. Was man da machen kann, mit äußerster Vorsicht, ist, dass man mit einem ganz kleinen Bohrer, das ist jetzt ein Bohrer 2,5 mm Durchmesser, in den Dichtungsring hineinbohrt. Ja, ganz vorsichtig. Wir wollen auf keinen Fall die Kurbelwelle und das Motorgehäuse verletzen. Ja. Sobald man durchbricht, ist es gut. Passt das. Und was man dann macht, ist, wir gehen das her und nehmen eine ganz kleine Schraube. Und an dem Loch, das wir gerade gebohrt haben, ja, und auch hier wieder, wie gesagt, mal Licht rein, auch hier wieder auch eben, dann eben aufpassen, dass wir eben nichts verletzen, nichts beschädigen. Und die Idee ist nämlich, dass sich diese Schraube durch den Wellendichtring hindurch gegen das Kugellager hinten abstützt und den Wellendichtring nach vorne herausdrückt. Und wenn das mit dem Herausdrücken nicht funktioniert, dann lasst die Schraube einfach drin stecken, nimmt sie Zangerl und zieht dran. Und schon haben wir ihn. Und ohne die Kurbelwelle oder das Gehäuse zu beschädigen. Und man sieht auch, manche haben Angst, dass sie da in das Lager bohren. Das kriegt ihr gar nicht hin, weil ihr wenn dann eh nur den Innenring trefft. Und der ist aus gehärtetem Stahl, der ist härter als euer Bohrer. Das schafft ihr nicht, wenn ihr nicht mit irgendwelchen Gewaltmaschinen da dran rumfuscht. Und hier jetzt natürlich genau wie auf der Antriebsseite alles ordentlich sauber machen, ohne dass man das Fett aus dem Lager auswäscht und den neuen Dichtungsring setzen. Eben, wie gesagt, den Ring hier drüber, der passt genau, das ist auch der richtige. Immer mal kontrollieren vorher. Und auch hier natürlich den Ring mit Zweitaktöl einölen. Drüber schieben, so weit da reingeht, ohne dass man großartig Gewalt aufwendet. Weil wenn man beim Motoren schraubt und man wendet Gewalt an, dann ist man in der Regel auf dem falschen Weg. Und hier brauchen wir jetzt die glatte Seite von dem Einschlagwerkzeug. Und dann ist auch dieser Ring gesetzt und damit auch die Zündungsseite des Motors wieder ordentlich abgedichtet. Perfekt. Gut, der Motor ist wieder im Roller. Dazu jetzt gleich mal noch ein kleiner Einwurf. Was ich jetzt gezeigt habe, geht natürlich bei den meisten Rollern auch bei eingebautem Motor. Ich habe jetzt den Motor vom Ovetto draußen gehabt. Nicht nur wegen dieser Panne mit dem rausgeschossenen Wellendichtring, sondern weil ich generell noch mehr Servicearbeiten dran gemacht habe, die dann, da ich keine Motorradhebebühne habe, noch nicht, das ist etwas, was in die Werkstatt irgendwann mal rein muss, es ist einfach angenehmer zum Arbeiten, wenn der Motor auf der Werkbank steht. Das wie gesagt nur zur Erklärung. Aber jetzt, das Entscheidende ist jetzt natürlich, springt der Motor an. Er ist jetzt mal eingebaut und angeschlossen, soweit mit allem, was er braucht, um grundsätzlich anzuspringen. Hat noch keinen Auspuff und noch keinen Luftfilter. Also wir probieren es einfach nur kurz, ob er läuft. Also, dann schauen wir mal. Ohrenbetäubend, aber er funktioniert. Damit war diese Reparatur erfolgreich. Wir haben wieder einen laufenden Roller mit neuen Wellendichtringen, der jetzt hoffentlich wieder für viele tausend Kilometer gut funktioniert. Da jetzt nochmal zur Erklärung.
wie groß ist die Gefahr, dass sowas passiert, dass es so ein Wellendichtring rausschießt? In der Summe relativ gering. Das ist ein vergleichsweise selten auftretender Fehler. Es passiert relativ oft bei Rollern, die lange gestanden haben. Wie eben mein Ovetto. Ich meine, ihr kennt ja alle das Projektvideo. Wenn auch nicht, dann guckt es euch einfach an. Dann seht ihr das, dass ich den ja als Garagenleiche reanimiert habe. Und vor allen Dingen ein Fahrzeug, das leider von der Werkstatt, die der Vorbesitzer hatte, nicht gut gewartet wurde, sondern der Vorbesitzer wurde im Grunde betrogen mit Revisionsarbeiten, die nie gemacht wurden. Inwiefern da jetzt angeblich irgendwann mal Wellendichtringe getauscht wurden, ich weiß es nicht, ist auch egal. Nein, das Fahrzeug ist bei 1997. Der Roller ist 23 Jahre alt jetzt. Da kann das mal passieren. Das ist etwas, was man vor allem bei älteren Rollern hat. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, das lange gestanden hat oder das ihr schon seit langer Zeit habt und immer noch fahrt, die Wellendichtringe sind so ein klassisches Teil, die man eigentlich tauschen sollte, bevor man liegen bleibt. Gebe ich zu, das war auch von mir nicht ganz korrekt. Ich hätte die eigentlich im Zuge der Wiederbelebung des Rollers austauschen sollen. Ich hatte sie mir angeguckt und optisch sahen sie gut aus, aber wie man sieht, ist Optik eben doch nicht alles. Egal, jetzt passt es wieder. Wir hatten jetzt die Gelegenheit, uns mal das zusammen anzugucken. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen interessant. Es hilft dem einen oder anderen vielleicht dabei, sein Fahrzeug zu reparieren oder eben am Laufen zu halten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!